Hi, hi zusammen. Ganz aktuell geht es heute um Firmware-Upgrades für Fujifilm-Kameras sowie Objektive. Die X-T5 ist gerade mal 2 Wochen am Markt und schon gibt es das erste Firmware-Update. Die regelmäßige Auslieferung von Firmware-Upgrades ist etwas, was ich bei Fuji am meisten schätze. Mit den Firmware-Upgrades werden nicht nur Bugs beseitigt, es werden teilweise auch neue Funktionen eingeführt oder manchmal auch neue Filmsimulationen für ältere Kameras zur Verfügung gestellt. Diese Firmware-Upgrades gibt es nicht nur für Kameras, sondern auch für Objektive. Es lohnt sich also in jedem Fall, immer mal wieder nachzuschauen, ob es nicht ein neues Firmware-Update gibt. Bevor man ein neues Firmware-Update aufspielt, sollte man natürlich prüfen, welche Firmware auf der Kamera oder der Linse ist. Um die Firmware-Version zu prüfen, muss die Kamera ausgeschaltet sein und vor dem nächsten Einschalten hält man den Display-Button gedrückt. Auf dem Screen werden jetzt die Firmware-Versionen für Gehäuse und Linse angezeigt. Möchte man also ein entsprechendes Objektiv updaten, so sollte dieses auch an der Kamera angebracht sein. Als nächstes benötigt man noch eine leere SD-Karte, auf die man das Firmware-Upgrade kopieren kann. Hierfür nehme ich immer eine ältere SD-Karte, die ich aktuell nicht mehr brauche. Diese SD-Karte formatiere ich dann neu in den Benutzereinstellungen auf der Kamera. Das geht relativ schnell und einfach und anschließend kommt die Karte ins MacBook. Infos zu neuen Firmware-Upgrades findet man natürlich auf der Website von Fuji. Direkt oben im Menü Support findet man den Bereich Download. Im Bereich Download findet man aber nicht nur die Firmware, sondern auch Software sowie die LUTs. Und etwas weiter unten die News zu neuen Firmware-Upgrades. Im Bereich Firmware sind dann alle Firmware-Upgrades für die unterschiedlichen Kameramodelle, Linsen sowie Accessoires aufgelistet. Ebenso kann man sehen, wann das letzte Update war und welche Version es ist. Mit einem Klick auf das passende Modell kommt dann direkt zu den Firmware-Infos und der Download-Seite. Zu jedem Firmware-Upgrade gibt es natürlich auch Infos, was in diesem Firmware-Upgrade gefixt wurde oder was verbessert wurde. Und am Ende der Seite kann man dann den Download starten. An meiner X-T4 konnte ich das Firmware-Upgrade auch über die App durchführen. Allerdings funktioniert die App nicht immer besonders zuverlässig. Aus diesem Grund wähle ich meistens diesen Weg für Firmware-Upgrades. Bei Firmware-Upgrades sollte man aber grundsätzlich beachten, dass nicht jedes Firmware-Upgrade auch Verbesserungen bringt. Wer beruflich darauf angewiesen ist, sollte gegebenenfalls auch mal 1 bis 2 Wochen warten, bevor er ein neues Firmware-Upgrade installiert. Hat man das passende Firmware-Update für das gewünschte Modell gefunden, so kann man am Ende der Seite die Firmware downloaden. Nach dem Download kann ich jetzt das heruntergeladene Firmware-Upgrade auf die SD-Karte kopieren, die ich vorher formatiert hatte. Hierzu reicht es aus, die Firmware-Datei einfach auf die SD-Karte zu schieben. Um die Firmware aufzuspielen, muss die SD-Karte natürlich wieder in die Kamera. Bevor man jetzt aber den Upgrade-Prozess startet, sollte man darauf achten, dass der Akku voll geladen ist. Wie schon beim Firmware-Check hält man die Display-Button-Taste gedrückt und schaltet die Kamera ein. Mit einem Klick auf OK kommt man dann ins Upgrade-Menü. Je nach Firmware-Upgrade wählt man jetzt hier das Gehäuse oder das Objektiv aus. Anschließend muss man das Ganze noch 2-mal bestätigen und der Upgrade-Prozess startet automatisch. Je nach Größe des Upgrades kann das Ganze natürlich eine Weile dauern. Während des Prozesses sollte man die Kamera nicht ausschalten, die Batterie nicht herausnehmen oder das Objektiv abnehmen. Mit den Filmsimulationen teste ich jetzt das Ganze, ob es auch funktioniert. Zum Abschluss noch ein Wort zu den SD-Karten. Für solche Aufgaben wie beispielsweise das Einspielen eines neuen Firmware-Upgrades kann man sicherlich diese älteren Speicherkarten gut verwenden, denn die Geschwindigkeit spielt hier überhaupt keine Rolle. Und solange die Kamera die älteren Karten lesen kann, ist das auch kein Problem. Mit der X-T5 habe ich diese älteren Speicherkarten aber auch im normalen Betrieb getestet. Auch das funktioniert ohne Probleme. Wenn es dann aber um Leistung und Performance an der Kamera geht, machen neue bzw. schnellere Speicherkarten absolut Sinn. Insbesondere, wenn man ein neues Kameramodell hat. Für die X-T5 habe ich mir jetzt V60 Karten von Lexar geholt, die nicht viel mehr kosten, aber genügend Leistung bringen, vor allem im Videomodus. Lexar bietet diese V60 Karten momentan extrem günstig an. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.
Damit wären wir für heute auch schon wieder am Ende. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr so mit den Firmware-Upgrades gemacht habt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.